Vor allen Dingen habt ihr das gerade gesehen, wie der Typ in Deckung gegangen ist. Der hatte noch mich. Ich da stand ihm gerade. Ich liebe das. Ich liebe das. Oh oh. Ich bin tot. Oh oh. Da ist der. Leg, gehst du wohl in Deckung? Er geht nicht in Deckung. Hier, friss. Na gut, haben wir den anderen erwischt. Haha, den wollte ich gar nicht treffen, den Jungen, Alter. Sorry, war mein Fehler. Nächstes Mal versuche ich besser zu zielen. Nicht. So, den einen haben wir schon mal, das ist gut. Jetzt muss ich noch wieder das gleiche wie vorher machen. Schön die Jungs erwischen, die man erwischen muss. Tut mir leid, dass man sich hier so im Schneckentempo vorbereiten muss, da hinzukommen, aber es geht leider einfach nicht anders. Geht einfach nicht anders. Anders kommst du hier nicht durch. Komm, schieß. Boah, so ein Arschloch. Hab ich ihn? Nee, hab ich nicht. Okay. Los, komm schon. Na, es ist schwer. Das ist nicht. Boah. Ist nicht gerade einfach, das muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Ich gehe nochmal ein bisschen in Deckung, sicherheitshalber. Nicht, dass mich der Sprengradius trifft. Sauber durch die Stirn. Kein Ding, komm mal. Ey, da. Wie hat er mich schon wieder getroffen, Alter? Ich liebe das. Ja, am Arsch, Alter. Ich habe noch eine MAC-10. Ist er tot? Ist er tot oder? Ja, doch, ist er. So, jetzt muss ich aber mal nach 10.000 Mal schießen. Diesen Typen hier hätte ich mal treffen. Endlich. Ist der jetzt rumgerannt? Tatsächlich, der ist rumgerannt. Hm, 3 Schuss in der Spritze, na toll. Das ist eine AK, der netzt mich doch weg. Ah, das könnte helfen. Na, besser als nichts. So. Wo ist er? Okay, sieht gut aus. Gebiet scheint befriedigt. Oh! Wollte gerade sagen, das Gebiet scheint befriedigt zu sein, aber leider doch nicht so. Der NPC schießt wieder durch 12.000 Wände. So wie ich auch gerade. Okay, interessant. Vielleicht habe ich ja Glück und die haben sich getötet. Mit ihrer Granate. Hoffen wir einfach mal. Munition, Munition. Nur schön nachladen. Gib mir endlich einen Checkpoint. Ich will doch nur einen Checkpoint, mehr will ich doch gar nicht. So viel will ich doch gar nicht, nur einen Checkpoint. Einen ganz süßen kleinen Checkpoint möchte ich. So einen kleinen neugeborenen Checkpoint. Na los, jetzt stirbt endlich. Okay. Okay. Ballert einer mit einer Schrotflinte oder so? Ballert mehrere, eins von beiden. Ja, ein dicker Bernd, Alter. Da ist noch einer. Der schon wieder trifft. Ich muss hier mal kurz in Deckung bleiben, Leute. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber nur so kann ich überleben. Ich bin noch lange nicht tot, mein Lieber. Solange du hier fair kämpfst und nicht wieder dich durch die Wand glitscht, ist alles in Ordnung. Na komm. Alter. Ach, hier ist der Granatwerfer jetzt. Na toll. Hätte ich das mal gewusst. Ich traue mich hier echt nicht lang, Alter, weil ich Schiss habe, dass wenn ich hier irgendwas mache, dass dann mal eben der Gegner kommt. Ja, da war doch schon wieder einer. Einer hat schon wieder was gesagt. Oder will ich das? Sie hört wie hier.
Mann, hier sieht's aus, wer hat hier nur die ganzen Leichen hingelegt. Oh, hier, guck mal, nochmal mit dem McTen. Was ist das denn, Alter? Nicht schlecht, Alter. Gut gemacht, Spiel. Gut gemacht, Alter. Fiese Ecke. Da habe ich jetzt gar nicht drauf damit gerechnet, dass hier jetzt was kommt, Alter. Macht keine Gefangenen. Okay. Haben wir? Was ist das für ein riesiger Groll, Alter? Ja, wo geht's jetzt hier lang? Interessant, dass hier jetzt sowas ist, aber... Kann ich hier hoch? Ah, guck mal, okay, die Kette habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Oh nein, nein! Ach so, Glück gehabt! Oh, kann ich das zerschießen da oben? Nein, kann ich nicht. Sieht jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Alter, diese Kameraführung ist echt ein Traum. So, schauen wir mal an. Da oben müssen wir lang, okay. Okay. Geht's jetzt da oder da weiter? Gucken wir mal. Ich finde mir hier noch was Schönes. Jedenfalls sehr interessant. Sehr interessant gemacht, finde ich gut. So. Ah, okay, jetzt muss ich da und dann muss ich jetzt erstmal zurück. Okay. Hm. Coole Idee. Muss man ja mal lassen. Okay, fast zu weit gesprungen. Dank Kollisionsabfrage. Mann, das ist ja echt ein Traum hier. Ja, siehst du aber die Anfänge, ne? Von wo Naughty Dogs mal so welche Abenteuer gemacht hat. Kann man nicht miteinander vergleichen, ne? So, und. So, den Architekten möchte ich gerne mal in den Hintern treten, der sich sowas ausgedacht hat. Soll denn ein ganz normaler Autonormalverbraucher denn hier lang gehen, Alter? Warum baut er denn nicht einfach einen Fußboden, Alter? Na, wer bin ich schon? Aber so eine Treppe wäre echt bald besser. Habt ihr den Schatten gesehen? Wo ist der Schatten? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den Schatten zwar gesehen, ne? Aber wo war er? Da ist er. Nein, ich habe gesagt, da ist er. Okay, hat er sich gerade mit sich selber gequatscht? Da ist er? Na gut, okay. So. Lass mich so rumschreien, lass mich rein! Hey, hier sind Bücher, ist ja cool. Alter, antike Bücher. Oder sind das neue? Scheiß drauf, Junge, da. Hauptsache Bücher, Mann. Nimm die, lest die durch. Ja, okay, ich komm doch schon. Hör auf, in die Tür zu treten, Mädel. Aber wie auch geil, wie er sich einfach so mit seiner Mac-10 abgeseilt hat. Oh, echt jetzt? Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Kapitel 10. Das Zollhaus. Juwelenbesetzter Goldbrosche. Die sieht aber schön aus. Die sieht wirklich schön aus. Hm, schade, dass die nichts zu den Büchern sagen. Schade, kann man nicht rein. Hier ist auch nix. Hm, komisch. Aber ich weiß, dass schon wieder 12.000 Gegner gleich kommen werden. Hallo. Die Bibliothek. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Puh.
Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sic parvis magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier. Kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Da bahnt sich ja was an zwischen den beiden. Ups, ich glaube, wenn ich sie weiter so behandle, auf jeden Fall nicht. Interessant. Ja, die Story ist einfach der Hammer. Trotz Fehler, schlechtem Programmieren, trotz Totenschädel in Kerzen. Da ist er! Was? Ja, der Joke ist echt gut gelungen, Jungs. Okay. Das heißt, Augen auf im Waffenverkehr. Ja, muss auch mal drauf achten, Alter. Guckst du ganz vorsichtig mal um die Ecke, Alter, hast du schon gleich wieder eine Schrotflinte im Gesicht. Das Zollhaus ist aber echt groß, Alter. Wo schießt du denn? Da oben. Ey. Die Kollisionsabfrage ist schon wieder ein Traum, Alter. Wo ich hier schon wieder bin, Alter. So, Mädel, was machst du jetzt da? Vor allen Dingen, wie groß wirkt die Knarre bei ihr, Alter? Das ist nur eine M9. Was ist er denn? Okay, dann haben wir... Wo ist dein hässlicher Kumpel? Da ist dein hässlicher Kumpel. Oh, von oben. Von wo? Ach da. Ey, wie die sich wieder gut verstecken, Alter. Du bist schon tot. Elena, ein bisschen besser schießen. Wenn das noch eine Romanze mit uns heute werden soll, dann bitte ein bisschen mehr Attention, bitte, ja. So. Wow! War das eine Mine? Oder hat da gerade einer eine Granate geschmissen? Schmeißt einer mit einem Granatwerfer um sich. Oh. Guck mal, ein Schatz gefunden. Silberner Gürtelschnalle. So schön ist die. Was ist er denn? Da ist er. Gut, den haben wir. Ah! Oh! Katzen? Ich gehe nochmal hier schnell rum. Sicher ist sicher. Ich glaube, nicht da oben kann man lang. Mit Elena, schön weitermachen. Shit. Aber vielleicht kann ich... Kann ich nicht. Dann bin ich bloß jetzt in Granate geschmissen. Und was ist das hier? Schrotflinte oder was? Schrotflinte. Mal gucken, ob er mich hört oder ob ich ihn wegknallen kann. Ah, ich hab Glück. Das Spiel hat mal mitgedacht. Schön umlaufen. Gut gemacht, Elena. Danke dir.
Warte, wir nehmen hier noch alles mit. Na los, komm schon. Ich hämmer schon wie bescheuert auf Dreieck. Oh. Ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleib ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Ja, das war taktisch sehr schlau. Oh. Das tut weh. Muss ich hier schon wieder leer machen, Alter. Muss ich nicht einmal hier in so eine Kolonie einfach mal langschleichen, Alter. Okay. Okay. Hätte ich was machen müssen? Ich raff das immer nicht, wenn irgendwas ist, wenn man jetzt nicht weiß, ob es eine Videosequenz ist oder ob man was machen soll. Ich verstehe das immer nicht bei dem Spiel. Ich drücke X! Endlich! Los! Los! Okay, da sollten wir aufpassen. Nicht, dass wir hier noch weggeknallt werden. Schön, ganz so schöne AK-Munition. Ja, da ist wieder Granaten-Bernd. Bing bong. So, den haben wir auch. Da hinten scheint erstmal keine zu sein. Okay. Ja, sieht gut aus. Und hüppa! Oh, komm, nicht fallen. Komm schon, springen, du Ick! Los! Kapitel 11. Gefangen. Für einen Hubschrauber, ach du Scheiße. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Woher willst du denn das wissen, was er für Kumpels hat, Alter? Munition, aber ich habe keine Ahnung für welche Waffen. Okay, das scheint mir hier wieder ein Kampfgebiet zu sein. Dass ich ein bisschen Munition dabei habe. Oh, was haben wir denn da? Oh, toll. Oh, die M4, hallo. Boah, die hat aber einen Wumms drauf. Alter, die ist gut. Die M4 ist echt gut. Ganz ehrlich, wie soll ich das machen? Ich werde hier gerade richtig massakriert. Hat er? Ah, nein, hat er nicht. Nee, ist nur, der lebt noch. Oder? Hab ich ihn? Dann werden wir sehen, wenn er gleich schießt. Okay, also die M4 ist ja mal nicht schlecht, Alter. Die gefällt mir sehr gut. Die macht auch ganz schön Schaden, Alter. Vor allen Dingen ist sie genau. Ist überhaupt so kein Klischee, dass russische Waffen einen, auf denen total schlecht sind, nicht treffen. Waffen sind wieder ist wieder der Obershit hier, Alter. Wo denn? Dass diese Mauer hält. Ach, da steht ein fettes MG, kein Wunder. Kannst du bitte mal... Ja. Ist ein Traum, das Spiel. Es ist einfach ein Traum. Das einzig Positive ist, je öfter ich das jetzt hier mache, desto mehr geht mein Counter hoch, wie viele Kills ich mit einem... Na? Wie viel Kills ich mit einer M4 mache. Ja,
sondern sind gute daran. Hier oft und genug zu sterben. So, und er hat mir jetzt gerade einen Headshot gegeben, obwohl ich ihn beschossen habe. Ja. Bitte mehr von so Schwachsinn. Das Beste, was man machen kann. Oh, der war gut, der war gut. Boom, der hat getroffen. Und hier, den kannst du haben. Oh, komm, 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 triff. Yes! Alter, was habe ich jetzt für einen Wurfarm, Alter? Okay, den haben wir. Oder lebt er noch? Der lebt noch, Alter, das gibt's doch nicht. So, hier, du mal da ganz hinten. Du kriegst jetzt auch eine. Extra für dich. Er ist abgehauen. Na toll. So, komm, komm. Yes! Getroffen. So, jetzt muss ich mir noch mal ihn hier kriegen. Hier, ballert irgendwer mit einem großen Kaliber. Es ist ein Traum. Sobald deine Munition alle ist, raffen die das sofort und im selben Moment, wo deine Munition leer ist, geben sie den Headshot, Alter. Oder sie geben dir einfach mal direkt einen Headshot, bevor du einfach was machen kannst. Auch schön. Ach ja, gut, dass der Counter nach oben geht. Das ist das einzig Gute und Positive dabei. Ich möchte aber gerne, dass der Counter hochgeht, bevor ich sterbe. So mindestens einen Kill hätte ich so gerne, weißt du? Was? Was soll ich jetzt zeigen? Ob ich das überlebe? Habe ich überlebt. Okay, gut zu wissen. Den habe ich getroffen. Den haben wir. So, kurze, kontrollierte Feuerstöße. Darauf kommt es jetzt an hier. Okay, man überlebt das echt gut. Hätte ich gar nicht so gedacht. Okay, jetzt habe ich dich. Bam! Getroffen, Alter. Alles klar. Sieht ganz gut aus. Da oben ballert einer wie bescheuert. Okay, warte. Da muss ich jetzt erstmal warten, bis ich wieder Luft habe. Hier sind zwei Leute. Die M4 ist wirklich total überpowered, Alter. Einen Scheiß hättest du. Wie geil. Schieß ins Bein, Alter. Wieder ultra genau. Ja, oben und unten. Ich würde sagen... Ist er tot? Keine Ahnung. Nee, ist er nicht. Ach, der da oben den... Ein Kaliber 40 hat er. Das muss man dann doch mal gesagt bekommen. Ha, voll in die Socke, Alter. Ja, ich kann auch durch die Wand glitschen, mein Lieber. Aber ihr anscheinend auch. So, hoffentlich kommt jetzt keiner von hinten. Guck mal, selbst Drake zielt wo ganz anders hin, aber ich kann ihn trotzdem treffen. Es ist ein Traum. Einfach ein Traum, dieses Spiel. Gib mal deine Granate hier. Wo kommst du denn her? Oh, wo kommt ihr denn her? Shit, die kommen rum. Ha! Er ist da drüben. Ich bin nirgendwo, du weißt gar nicht, wo ich bin, mein Lieber. So, den haben wir. Wo ist der andere Hässliche? Da, hinter der Ecke.
Ballert doch schon wieder irgendwo noch einer hier. Wo ist er denn da? Ah, guck mal an. Achso, nee, ich habe ja schon den Erfolg. Brauchen wir nicht mehr. Nehme ich lieber die Pistole mit. Die macht zwar nicht so viel Wumms, aber dafür habe ich bessere Kontrolle über die Situation mit der Knarre. So, das war's. Keine unendlichen Gegner. So muss es sein. So gefällt mir das. Ich muss schnell gucken, ob hier ein Schatz liegt. Nee. Ey! Was? Eine Draganov! Geil! Ah, das könnte helfen. Hm. Aber das Problem ist, ich kann A nicht zoomen und... Ich nehm's mal mit. Ich nehm sie mal mit. Hm. Nee, nehme ich nicht. Weißt du warum? Ich nehme die M4 mit. Die ist besser. So. Okay, sieht ganz gut aus. Was haben wir hier noch in der Ecke? Achso, da hätte ich mich jetzt hier hochkämpfen können und dann... Naja. Was hatte er hier oben für eine Knarre? Na, AK. Okay. Na los, komm schon, streng dich an!